Und damit herzlich willkommen zum ersten unserer Special Podcasts. Und ich muss lachen, weil ich mich gerade schon zehnmal versprochen habe, aber das kriegt ihr leider nicht mit. Ja, die sind ein bisschen anders, diese Special Podcasts. Die behandeln nicht irgendein Thema in WoW, sondern ein Thema von irgendeinem anderen Spiel. Ich denke mal, ja, Blizzard-Spiele hauptsächlich. Die werden auch nicht regelmäßig kommen, einfach nur, wenn mal quasi ein Anlass ist, das zu machen, oder wenn wir da mal Bock drauf haben, werden die irgendwann einfach mal rausgeschossen. Dann habt ihr halt mal zwei Podcasts in der Woche. Ist ja auch mal was Cooles. Also die ersetzen halt nicht die normalen Podcasts. Für alle, die sich wundern, dass der hier am Mittwoch kommt und sich denken, wo ist denn der normale? Der ist auf samstags verlegt worden. Jetzt immer, das hat was damit zu tun, dass wir jetzt jeden zweiten Freitag eine Radiosendung machen auf MMORPG-Radio. Link ist in der Videobeschreibung. Und da halt auch den Podcast aufnehmen. Deswegen kommt der jetzt immer samstags. Für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. So. Das dazu. Dann begrüße ich einmal zu unserem kleinen Hearthstone-Podcast den Anran. Hallo. Guten Tag. Oder guten Abend, guten Abend, je nachdem. Ja, ich weiß nicht. Ich sag einfach mal Abend. Guten Abend. Und wie man es vielleicht am Intro gesehen hat, wir behandeln heute Hearthstone. Und sprechen da so ein bisschen über unsere Eindrücke. Du hast jetzt auch einen Beta-Key gekriegt. Ich habe schon ein bisschen denken, ja, so viel länger ist das gar nicht. Eine Woche oder was? So, ja, ist ungefähr so eine Woche. Ungefähr ja, eine Woche also ist das. Viel Vorsprung hatte ich da nicht. Aber ich denke mal, das, was wir jetzt gespielt haben, da kann man schon ein gutes Urteil abgeben. Über Hearthstone. Ja, ich habe mir jetzt keine Struktur ausgedacht. Ich denke mal, wir reden einfach mal querbeet da so ein bisschen über Hearthstone, was uns gerade einfällt, ja, wo uns das Gespräch hinleitet. Ich bin gespannt, wohin das ja leiten wird. Was ich ja immer interessant finde, das ist ein Free-to-Play-Spiel. Das heißt, weder bezahlen zum Kaufen noch zum Spielen. Finanziert sich natürlich dann durch so einem Ingame-Shop. In dem Fall kann man sich da halt Booster kaufen, wo dann Karten drin sind. Was ich immer schlimm finde, wenn man bestimmte Sachen nur mit Geld kaufen kann, ist bei Hearthstone nicht so. Finde ich sehr gut. Man kann sich das halt auch in-game durch Gold erspielen. Die Frage wäre jetzt halt, dauert es zu lang, sich das Gold zu erspielen? Vielleicht muss man das ein bisschen für die Leute erklären, die keinen Hearthstone-Beta-Key haben. Man bekommt da ja, so Quests, nenne ich einfach, sind Quests, ne? Oder ja. Das sind sich Quests, genau. Das sind ja ganz verschiedene. Entweder tötet 40 Diener oder sowas oder gewinnt zwei Spiele mit einer bestimmten Klasse. Da bekommt man dann immer, je nachdem, sind es immer 40 Gold oder sind das irgendwie auch verschiedene? Weiß ich nicht. Also, ich habe momentan nur meine drei Quests und die geben alle so maximal 40 Gold, die sie da geben. Aber ich denke mal, ich weiß es nicht. Ich denke mal, 40 Gold wird ja, so bleiben. Ich denke mal auch. Da kriegt man halt 40 Gold für, beziehungsweise immer wenn man drei Spiele gewonnen hat, bekommt man dann 10 Gold. Und meine Frage ist dann halt, ein Booster-Pack kostet 100 Gold. So, hast du es jetzt als zu lang empfunden, bis man so einen Booster sich kaufen kann von dem Gold, oder findest du das okay so? Ja, okay, muss man jetzt sagen, also die haben vor dem Beta-Wipe, den sie gemacht haben, ging das was ja noch länger Gold zu sammeln, indem man nur Siege gefarmt hatte. Da brauchte man 5 Siege immer für diesen Gold, okay, diesen festen Goldbonus, den sie da bieten. Jetzt sind das halt nur noch 3 Siege, soweit ich weiß. Das ist schon ein merklicher Unterschied. Ja, das auf jeden Fall. Ja, ansonsten jetzt, wie gesagt, durch die Quests immer, man kriegt, ich weiß nicht, ob man die jetzt täglich kriegt oder so, oder man kriegt die täglich, und wenn man da so viel 40 Gold pro Tag, den man nebst diesen ganzen Siegen hat, ist das auch recht schnell zusammengefarmt. Also das ist halt so, man hat halt drei
ja, Quest-Slots nenne ich es mal. Also man kann quasi drei Quests gleichzeitig aktiv haben. Zum Beispiel eine Quest ist dann, gewinne zwei Spiele mit dem Hexenmeister oder Schamanen. Die zweite ist, besiegt 30 Diener und die dritte ist dann auch besiegt oder gewinnt zwei Spiele mit dem Krieger und Paladin oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist auch relativ random, welche Klassen da zusammenkommen. Ja, es soll random Und wenn sein. man jetzt mal angenommen, ich habe jetzt die drei Quests, mache die an einem Tag nicht fertig, mache dann am nächsten Tag eine fertig, dann kriege ich direkt eine dazu. Also das wird nicht irgendwie blockiert. Man kriegt pro Tag eine Quest dazu. Wenn ich allerdings zwei an einem Tag fertig mache, habe ich dann einen Slot wieder frei, mehr oder weniger. Man kriegt pro Tag eine Quest dazu. Mein Problem, was ich damit so ein bisschen habe, ist, man spielt ja nicht alle Klassen gleichzeitig, geht ja irgendwie auch nicht, zumindest nicht am Anfang. Ne? Ja. Du kriegst die Decks nie so hin, dass du da vernünftig spielen kannst. Und dieses halt, die Quests, die zählen halt nur, wenn du die im Normalspielen-Modus machst und nicht in diesem Üben-Modus so. Und wenn du jetzt zwei Klassen hast, zum Beispiel Paladin oder Priester, gewinnt zwei Spiele mit Paladin oder Priester, dann habe ich das Problem, ich spiele weder Paladin noch Priester und dann liegt die Quest da rum. Du kannst sie nicht abbrechen oder so, soweit ich weiß. Ich habe zumindest noch nicht Nee. rausgefunden. Und die blockiert dir Mir dann halt auch. einen Slot, weil du halt die Klassen nicht spielst. Das heißt, du wirst auch schon so ein bisschen mehr oder weniger gezwungen, da ziemlich viele Klassen zu spielen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll. Naja, es ist, hat sich auch mittlerweile geändert, das muss man ja schon sagen. Ja. Früher war das wirklich, du hast wirklich eine Quest gekriegt, auch nur für eine Klasse. Na Also gut, dann. du hattest nicht mehr die Wahl zwischen diesen zwei Klassen, sondern du hattest die Quest für diese Klasse fertig, aus Ende. Ja, Okay, gut. jetzt stimmt es natürlich, wenn du da wirklich eine Quest kriegst mit zwei Klassen, die du dir nicht liegen, ist natürlich auch scheiße für dich, Ja. also. Gut, das muss man natürlich dazu sagen. Das Gute ist halt der Kartenpool, wenn du dir ein Deck baust aus Karten, das blockiert ja nicht für die anderen Decks. Also mal angenommen, ich nehme da jetzt, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal ein Wildschwein so als Beispiel. Ich habe jetzt ein Hunter-Deck und da packe ich jetzt zweimal das Wildschwein rein. So, dann mache ich mir ein Krieger-Deck und möchte da auch zweimal das Wildschwein reinmachen. Kann ich, ist kein Problem, weil das halt, ja, man kann für jedes Deck alle Karten benutzen. Man könnte ja auch zum Beispiel jetzt meinen, jetzt sind die Wildschweine im Hunter-Deck, die darf ich jetzt für kein anderes Deck nehmen, weil die schon weg sind. Das wäre halt blöd gewesen, aber das finde ich ganz gut, dass man das so machen kann. Dann, wie gesagt, kann man sich halt auch, wenn man durch Booster, da kriegt man ja auch für andere Klassen gute Karten, da kann man sich dann halt auch Decks für die anderen bauen, aber ich habe schon gemerkt, es gibt halt Klassen, die liegen mir von der Spielweise nicht mehr, nicht mehr so, nicht so, Nicht mehr ne? so, die Dinge nicht mehr so Ja, gut. die liegen mir einfach nicht so, irgendwie, ich mag das nicht, wenn das ewig dauert, bis man da irgendwie mal angreifen kann und so. Ich mag so Hunter zum Beispiel oder Krieger, gefällt mir ganz gut. Schurke auch noch. So halt, ja, so schnelle Decks, sag ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was spielst du denn so am liebsten? Sag ich, ich habe ja. Für mich persönlich habe ich ja den Druiden Hm? entdeckt, das muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich finde den ja echt interessant, einfach nur darum, weil er recht individuell ist. Man hat sehr viele Druidenkarten, wo man zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden kann. Ja. Das macht das ganze Ding wirklich sehr individuell und auch immer situationsspezifisch sehr praktisch. Ja, das stimmt. Wir hatten ja mal ein paar Mal gegeneinander gespielt. Hast du den Dudu genommen? Da habe ich ja auch schon gesagt, das ist sehr cool. Da haben viele Karten halt den Effekt, tu dies oder tu jenes damit. Und da kann man halt je nach Situation abwägen, was man macht. Das gibt einem natürlich eine ganz andere Flexibilität, als wenn du da vom Hunter so einen Mehrfachschuss hast, der dann auf zwei zufällige Ziele drei Schaden macht. Das ist halt komplett random. Kannst natürlich auch Pech haben und die 1-1er Spielmarken erwischen. Dann ist das natürlich voll in Arsch für den Arsch gewesen, ne? Da ist der Dudu ganz cool. Das stimmt. Um mal kurz Werbung zu machen. Ich weiß, man soll es nicht, aber wer Bock hat, kann sich das mal angucken. Wir haben dann ein Let's Play von gemacht, beziehungsweise ich habe auf meinem Kanal ein Let's Play, da warst du mal zu Gast.
Ja. Link ist in der Videobeschreibung. Da kann man sich vielleicht auch mal. Wir probieren auch ein paar Klassen durch. Da kann man sich vielleicht auch mal so ein kleines Bild von den Klassen machen, wenn man jetzt keinen Beta-Key hat. Ja, also ich finde es generell von den Klassen her ganz cool, dass sie so individuell sind. Also man merkt echt, dass die diesen Charakter der WoW-Klasse, sage ich jetzt einfach mal, auch so ein bisschen haben. Wie gesagt, irgendwie Priester, der kann halt viel heilen, der hat aber auch diese komische, wie heißt sie, diese Nova, die halt den Gegnern halt Schaden zufügt und so ein Zeugs. Ja, der hat doch auch viele so Schattenpriester Sachen hat er Genau. auch. Also der hat nicht nur Karten, die sein Heilig oder dieses Specs, sondern auch noch für seine anderen Specs, kannst du Ja. sagen. So. Oder Pala mit dem Gottesschild, wo dann halt mal der erste Ja, Schaden, komm. den die Kreatur kriegt, dann mal eben flöten ist. Das ist ganz cool. Es gibt natürlich auch neutrale Karten, die dann diese Effekte haben, sage ich jetzt mal. Also es gibt zu jeder Klasse, glaube ich zumindest, halt Karten, neutrale Karten, die Effekte von der Klasse haben. Also Gottesschild oder Ah. so, ne? Ja, das gibt es. Das muss halt auch so sein, weil man muss halt, A, dass man das in die Decks einbauen kann und B, dass man da vielleicht auch so einen kleinen Ausgleich hat für andere Decks. Obwohl ich da Das nicht stimmt. unbedingt nachgehen würde, aber kommen wir später drauf. Aber es gibt halt diese Klassen, die sich dann genau darauf spezialisieren, auf bestimmte Fähigkeiten, sage ich jetzt mal, so Gottesschild zum Beispiel. Das finde ich ganz cool. Was ich auch ganz cool finde, sind die Heldenfähigkeiten. Die sind, ja, bei manchen habe ich schon welche gesehen, die finde ich nicht so gut, wie beim Hexer zum Beispiel. Die ist so ein bisschen, Ja, das ist bedingt bei der Hexer-Heldenfähigkeit, da musst du mit anderen Karten kombinieren. Ja, also Hexerfähigkeit, nochmal zur Erklärung, ist generell vielleicht mal Heldenfähigkeiten, die kosten 2 Mana, kann man einmal in der Runde benutzen. Die haben ja spezielle Effekte. Beim Hunter ist es zum Beispiel, macht 2 Schaden auf einen gegnerischen Helden. Magier hat halt, macht 1 Schaden, allerdings auf ein wählbares Ziel. Dudu kann dann, glaube ich, angreifen damit. Schurke legt eine Waffe an, Priester kann sich heilen und so ein Zeugs halt. Und der Hexer, der fügt sich halt selber 2 Schaden zu und darf dafür eine Karte ziehen. Wie gesagt, muss man mit Karten kombinieren, die einen dann auch selber heilen, weil das bringt nichts, 5-mal hintereinander irgendwie das Dings einzusetzen und Karten zu ziehen, dann bist du da schon ein Drittel deiner Leben los, ne? Das stimmt. Deswegen Hexer mag ich nicht so gerne, weil das sehr, sehr eine sehr riskante Spielweise ist. Also es gibt wohl Deckkombinationen, wo das sehr stark sein kann, aber ich finde Hexer, das wäre mir zu risikoreich, weil ich bei jeder Karte immer überlegen müsste, wenn ich jetzt sie spiele, muss ich eine Karte abwerfen oder dann kriege ich Schaden zugefügt und weiß ich nicht. Man muss dazu aber auch sagen, dass es halt auch eine sehr mächtige Fähigkeit ist, weil du kannst halt nicht immer zu eine zusätzliche Karte Natürlich, ziehen. ja klar. Aber muss es auch, wenn du dir 2 Schaden zufügst, dann muss das natürlich, dann kann das nicht so ein Quatsch Richtig. sein wie fügt dir selber 2 Schaden zu und macht dem Gegner 3 Schaden oder so ein Quatsch. Das bringt halt keinem was, weil der eine Schadenspunkt, der ist es dann im Grunde nicht wert, dass du dich so weit runterhaust, sag ich jetzt mal. Okay, das stimmt natürlich auch Ne? wieder. Also es muss schon dann im Ausgleich, natürlich die Karten, die einem dann selber einen Nachteil bringen, wie werf eine Karte ab oder du erhältst Schaden oder so, die sind dann für ihre Mana-Kosten relativ stark, sag ich jetzt mal. Die kosten dann halt weniger Mana als vielleicht eine vergleichbare Karte ohne diesen Effekt. Das stimmt natürlich. Also, wie gesagt, Hex ist so ein bisschen riskant. Da muss man halt dann so ein bisschen gucken, dass man genug Heilkarten auch hat, beziehungsweise den Gegner schnell umbutzt, sag ich jetzt mal. Ja, so man sagen muss, 9 Mana-Karte, 10 Schaden, Pyroblast. Ja. Ja, soweit halt, ne.
Ja, das ist halt. Ich habe beim Hexer auch mal gesehen, der hat irgendwie so eine Karte gespielt und hat sich sein Charakter verändert. Wie hieß denn der nochmal? Das ist Lord Genau, so Jaraxus. hieß er. Lord Jaraxus, einige der geilsten Karten, wie ich finde. Folgender Effekt von Lord Jaraxus ist, du hast nur noch 15 Leben. Das heißt, wenn du mehr Leben als 15 hattest, ist es für dich eine Art Verschwendung. Wenn du weniger hattest, ist es ein Heal. Dein Charakter verändert sich halt in Lord Jaraxus und deine Klassenability wird von ich tue mal kurz zwei Leben verlieren und Ja, mach der. dann hier eine Karte zu, ich opfere zwei Mana und kriege eine fette Höllenbestie. Genau. Also es ist Und der hat, eine glaube ich, auch eine Waffe an geil direkt, ne? richtig und eine Waffe an die ganze neun Züge hält, also Die, auch also. noch, ich glaube, die macht drei Schaden. Ja, kostet halt 10 Mana, wenn du die spielen willst. Ja, also. Also musst du lange Das durchhalten. ist, Lord Jaraxus ist echt eine saugute, das ist eine Hexer-Only, ne? So eine. Richtig, das ist eine Hexer-Only Legendary. Genau. Also die ist, also, wenn die einer spielt, dann kannst du fast schon sagen, wenn jetzt nicht gerade großartig was schief läuft, und der Gegner jetzt nicht noch gerade 30 Leben hat oder so, aber das dürfte eigentlich nicht sein, dass der noch volle Leben hat bei 10 Mana. Also in der 10. Runde. Also der hat mich damit weggefetzt, weil der kann jede Runde Bestien beschwören. Der kann jede Runde mit seinem Lord da angreifen, weil er die Waffe hat und so. Das ist schon übel. Besonders, wie gesagt, man muss auch noch gucken, wann man die spielt. Wenn man jetzt noch irgendwie 25 Leben hat oder so, sollte man sich das vielleicht überlegen. Ist halt situationsbedingt, wie viel Leben der Gegner noch hat, ne? Wenn man natürlich weniger hat, sofort Richtig. raushauen, weil das halt einfach mal ein Heal ist. Da, ich habe einen zum Beispiel gehabt, der war auf 2 Leben oder so, spielt den. Also ich dachte jetzt, oh geil, hier Hunter-Fähigkeit, nächste Runde ist auf jeden Fall platt, egal was ist, ob der da ein Spottviech hat oder nicht, ist wurscht, ne? Spielt er den, zack, 15 Leben, der hat mich umgebürstet, ohne Probleme. Also das ist echt stark, ne? Ja, wobei man dazu sagen muss, gibt es auch eine ganz geile Taktik. Echt geil, die folgende, es gibt eine Monsterkarte, die nennt sich Geschmolzener Riese. Die kostet 20 Mana und für jeden Lebenspunkt, den man verliert, Ja. kostet die halt Mana weniger. Das heißt, sobald du mehr als 20 Lebenspunkte verloren hast, kostet die immer eben 0 Mana. Na. Und dann spielt man folgende Kombination, wenn du ein oder zwei geschmolzenen Riesen auf der Hand hast und du bist unter 10 Leben, spielst du deine beiden geschmolzenen Riesen und wenn du dann auch noch auf der Hand hast, spielst du Lord Jaraxus. Ja, klar. Das heißt, du kriegst zwei Monster und zwei starke Monster, das sind 8-8er Monster, also Doppel-8, also 8 Angriff, 8 Verteidigung, kriegst du zwei Stück mehr umsonst auf der Hand, kriegst ein Heal. Und stehst halt mit Lord Jaraxus da. Ja. Das ist schon Wie heftig. gesagt. Wenn der Gegner nicht gerade eben eine Karte auf der Hand hat, die mal eben kurz das ganze Feld cleart ohne Probleme, dann bist du schon mal ein bisschen im Bedrängnis. Ja. Also dagegen ist halt die, ja, Schurkenkarte ist das, ne, die halt alle Diener vom Spielfeld in die Hände zurückkehren lässt. Wobei das dann natürlich auch so eine Sache ist, Lord Jaraxus wird halt zu deinem Charakter, der bleibt auf jeden Fall da. Das Einzige ist dann halt, die geschmolzenen Viecher werden dann auf der Hand, was dir auch nicht viel bringt, weil die dann auch nur noch wenig Mana kosten, weil der halt 15 Leben nur noch hat. Kosten die noch 5 oder so? 5 müssten die noch kosten dann, ne? Denke ich mal. Ja, nur noch Ja. 5, ja. Naja, aber wir wollen ja nicht so genau auf die verschiedenen Klassen eingehen. Wir brauchen jetzt nicht hier einen Guide für jede Klasse hinbauen. Aber Das stimmt. das gefiel mir ganz gut, dass man da echt so Unterschiede zwischen den Klassen merkt. Also richtig, dass man da schon. Man muss ja auch nicht unbedingt das Deck so aufbauen, wie die Klasse aufgebaut ist. Man kann sich natürlich auch ein Grunddeck überlegen und gucken, welche Klasse dazu am besten passt. Also was das am besten ergänzt, ne? Das stimmt. Beim Hunter ist es zum Beispiel sinnvoll, sehr viele Wildtiere mitzunehmen,
Weil, ja gut, kommt halt drauf an. Ich habe halt sehr viele Viecher drin, die halt die Wildtiere buffen. Dann buffen die sich halt alle gegenseitig. Man kann Hunter natürlich auch anders spielen, ohne Wildtiere, mit anderen Viechern da drin. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Ja. Ja. Aber es macht halt Sinn. Macht Sinn, ja, wie gesagt. Ja, noch was anderes ist, ja, mit den Booster Packs, das hatten wir angesprochen, kostet halt 100 Gold pro Päckchen oder halt, sobald man mehr als ein Päckchen gleichzeitig kauft, halt richtiges Geld, hartes Money sozusagen, richtig Cash. Richtig. Ich hatte das Gefühl, und ich möchte jetzt hier keine Gerüchte oder so hinsetzen, es ist vielleicht auch nicht ganz, ja, wie sagt man, der Wahrheit entsprechend, aber ich hatte das Gefühl, dass wenn ich welche für Geld gekauft habe, dass ich da mehr Lilane und so ein Zeugs drin hatte. Wie gesagt, ich möchte hier nichts behaupten, das kann auch nur sein, dass es auf mich so wirkt. Kann auch sein, ich habe ja sonst immer nur für Gold immer ein einzelnes gekauft und wenn du dann mal so irgendwie 5 oder 6 oder so mit Geld kaufst, machst du auch 5 oder 6 hintereinander auf. Und das kann sein, dass einem das nur vorkommt, dass da mehr Legendäre drin sind, weil man die halt öfter hintereinander aufgemacht hat. Ich weiß nicht, ob du da, hast du auch schon mal welche für Geld gekauft? Ja, bestimmt, ne? Ja, Ja. ich hab mal, als ich den Key gekriegt habe, ich mal 8 € da Ja. investiert, wie sich das schon für, ich weiß nicht, wie viele Karten das waren, also wie viele Ja, ich weiß auch nicht gerade Booster Packs das waren, auswendig. das ist auf jeden Fall ganz gut. Und halt, war halt jetzt, war halt recht interessant. Also ich hatte wirklich mal nach einer, ich hatte mal eine, auch eine von, die ersten zwei Quests, genau, die ersten zwei Quests, die man kriegt, die behalten jeweils immer ein Booster Pack als Belohnung. Finde ich auch eigentlich ganz gut, Ja. dass man da so einen kleinen Startbonus kriegt. Ja, ich hab wirklich aus der zweiten Booster Pack Karte eine lilane gezogen und zwei blaue. So, richtig, also. Okay, dafür muss ich sagen, von den 8 € hatte ich eine Legendary drin. Ja, Was da kann lohnt auch nur sich das Zufall natürlich gewesen sein. schon, ne? Das kann auch Zufall gewesen sein, dass Ja, ich gehe nichts fast heißen. schon mal davon aus, dass es halt Zufall ist. Die Sache ist halt, wie gesagt, für Gold kann man sich immer nur eins kaufen. Das heißt, man kann sich auch 600 Gold sparen, bringt aber im Endeffekt nichts, wenn man dann halt 6-mal hintereinander eine Packung kaufen muss. Also man kann nur Richtig. eine für Gold kaufen. Zwar so oft, wie man will, ne? Aber halt, man kann nicht sagen, ich will jetzt 6 Packungen kaufen und nur Gold dafür bezahlen, ne? Richtig. Ich habe jetzt, hast du mal Arena gespielt? Genau, da wollte ich nämlich gerade drauf kommen. Ja. Richtig, Arena ist recht, genau, Arena ist ein recht geiler Das ist richtig. Spielmodus. Richtig, ich hab jetzt gerade eben mal, während wir den Postcard spielen, um auf dem Thema zu bleiben, spiele ich gerade Ja. Hearthstone. Ich mache jetzt meine erste Arena. Die erste Arena, die ihr betretet, ist kostenlos. Wir müssen aber erstmal alle Helden freigespielt haben. Es geht am besten durch den Üben-Modus. Wie gesagt, erste Arena ist kostenlos. Man kriegt am Anfang drei Helden ausgewählt. So, also drei Sind die Helden auch vor random? die Ja, ne? Wahl. Die sind auch Ja. random. Ja, ich hatte den Jäger, den Priester und den Magier. Ja, ich Ich habe auch, mich jetzt halt glaube für ich. den Magier entschieden. Richtig. Glaube, Ich habe jetzt bei diesem als. ersten kostenlosen sind halt immer die gleichen. Gehe ich mal stark von aus. Also zumindest hatte ich auch den Jäger dabei. Was die anderen waren, weiß ich nicht mehr genau. Kam mir ganz gelegen. Richtig. Was wie gesagt das Interessanteste bei der Arena ist, man kriegt 15, 30 Mal muss man sich aus jeweils drei Karten eine aussuchen. Diese werden auch mal random gezogen. Es sind einfach mal alle Karten dabei. Ob ihr sie jetzt freigespielt habt oder Booster gekriegt habt, das ist scheißegal. In der Arena habt ihr alle zur Verfügung. Komplett alle, auch die, die ich quasi nicht hab oder was? Oder nur. Richtig, auch die, die du nicht Ah, hast, zum okay. Beispiel, ich habe Mage gemacht, ich habe Mage noch gar kein Level gemacht, ich habe jetzt Eisbarriere, Kältekegel und die ganzen Mage-Zauber, die ich glaube von Anfang an nicht dabei sind. Zum Beispiel kann ich jetzt wählen aus der Zornformerin, dem Bergriesen oder dem geschmolzenen Riesen. Ja, Richtig. das ist halt immer so eine Sache, weil du am Anfang, wie gesagt, du willst die Karten halt hintereinander aus. Der haut dir immer drei Karten hin, da kannst du eine von auswählen. Da kommen wieder drei Karten, kannst du wieder eine von auswählen. Du musst dich relativ früh entscheiden, wo du hin willst mit dem Deck, damit du nicht irgendeinen Scheißer zusammen wählst.
Ne? Richtig, und das ist so mitunter das Das ist Problem. Also, du musst halt halt gucken, was du hast und was du genau. kriegst. Finde ich auch ganz interessant, einfach mal. Weil da kriegst du halt, du kannst dir nicht vorher was überlegen, dein Deck aufbauen, du kriegst halt random irgendwas hingeschmissen. Du kannst natürlich so ein bisschen gucken, ah ja, jetzt habe ich hier schon die und die Karten, was passt denn da am besten zu? Aber im Grunde genommen kannst du auch Pech haben, da kommen nur Karten, die du dafür überhaupt nicht mehr gebrauchen kannst. Und du musst dir halt dann quasi random dein Deck zusammenbauen und musst dann, ja, dagegen andere Leute spielen. Richtig, muss gucken, wie du damit ankommst, ne? Ja, sobald du dreimal verloren hast, fliegst du raus. Und für Richtig. jedes Mal, wo du gewinnst, wirst du, ja, wie soll man das sagen, wirst ein bisschen hochgestuft und hast Chance auf bessere Belohnungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das hast du. Ja. Ich für meinen Teil habe nicht sehr oft gewonnen, um genau zu sagen, einmal. Aber ich habe das auch direkt gemacht. Quasi am ersten Tag alles freigespielt, dann mal in die Arena, hab mir das mal angeguckt. 150 Gold kostet, glaube ich, jedes Ja, Mal dann. 150 Gold oder 1,30 € oder so. Genau. Ja, danach, nach dem ersten Mal Arena kostet das 150 Gold und oder 1,30 €. Man kann sich auch mit echtem Geld einkaufen. Aber ich empfehle das für Arena, einfach mal das Gold Ich auch. zu sparen. Also, Also wenn ihr Geld ausgeben wollt, dann investiert ihr lieber in genau. Booster. Ja, das stimmt, das ist echt sinnvoller, weil man bekommt, glaube ich, auch wenn man da gewinnt, in der Arena Booster als Belohnung am Ende, glaube ich, Ja, ne? ich glaube aber je nachdem, wie weit du Genau. kommst. Die Sache ist nur, wenn ihr Booster von dem Geld kauft, dann habt ihr Booster in der Hand. Wenn ihr für die Arena bezahlt, kann es sein, dass ihr da so ein Scheiß-Deck zusammenbaut, dass ihr dreimal hintereinander verliert und rausfliegt, dann habt ihr für das Geld gar nichts. Beziehungsweise Richtig. vielleicht nur irgendein Scheiß. Also, das hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Ich würde dann lieber für die Arena Gold ausgeben, dann ist das nicht so schmerzlich, wenn man da relativ früh rausfliegt und nicht so eine super Belohnung bekommt. Kriegt man auch Gold als Belohnung? Ich bin mir gar nicht so, ich meine schon. Also man kriegt Gold, Booster oder Arcana-Staub als Ah, okay. Belohnung. Also da hätte ich nämlich jetzt auch gesagt, ich würde dann für das Geld lieber Booster kaufen, weil die hat man dann. Und für Arena würde ich dann ärgert man sich auch nicht so, wenn man rausfliegt, weil war ja nur die Ingame-Währung, das ist nicht so schlimm, finde ich jetzt. Richtig. Aber Arena ist ganz cool. Ich glaube, ich werde da jetzt auch mal drauf sparen wieder. Anstatt jetzt 100 für einen Booster auszugeben, werde ich dann auch mal wieder Arena machen, jetzt wo ich noch so ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe im Spiel, sage ich jetzt mal. Würde ich eigentlich auch empfehlen, weil ich habe, wie gesagt, das relativ früh gemacht. Ich würde einfach mal ein bisschen im Üben-Modus spielen, ein bisschen gegen andere spielen, dann erst später in Arena gehen, weil dann hat man auch so ein bisschen Überblick, was die verschiedenen Klassen können, welche Karten die so haben und was da noch kommen könnte. Natürlich kann man nicht alle Karten auswendig Richtig. wissen, aber man hat so einen gewissen Nee, Überblick. Ah, nee. ich spiele es gegen Parler, der hat schon mal größtenteils die und die und die Karten drin mit Gottesschild und so ein Zeugs halt. Dass man sich da so ein bisschen drauf einstellen kann. Richtig. Wie sagt man, hat auch jetzt keinen Zugzwang. Also, ihr müsst, wenn ihr wählen seid, was für eine Karte ihr nehmen wollt, ihr müsst euch nicht direkt entscheiden. Ihr könnt gucken aus den drei Möglichkeiten, was habt ihr da oder was habt ihr schon gewählt, wie will sich das passend ergänzen. All das ist eigentlich recht praktisch. Ja, wie gesagt, es funktioniert dann die Arena selber ja nach so einem Ausschlussprinzip, nenne ich es mal. Ihr habt mehr oder weniger drei Chancen, nenne ich es mal. Also drei Felder, wo ein X auftauchen kann. Jedes Mal, wenn ihr verliert, bekommt ihr ein X. Sobald ihr drei X habt, fliegt ihr halt aus der Arena raus. Wie viele Spiele? Also ich hatte zum Beispiel, ich habe zwei hintereinander direkt verloren, dann habe ich eins gewonnen, dann habe ich wieder verloren. Also das ist eigentlich relativ wurscht. Man muss sie, glaube ich, auch nicht direkt hintereinander machen. Oder ich kann jetzt auch ein paar Spiele Nein. spielen. Hab dann ein X oder so, sage ich jetzt mal, dann gehe ich mal aus der Arena raus, mach Pause und spiele morgen weiter oder so und kann dann da an der Stelle weitermachen, ne? Ja. Genau. Wie gesagt, das macht schon Spaß, finde ich. Ist auch so ein bisschen Nervenkitzel bei, weil so bei einem normalen Spiel ist wurscht, ob du verlierst oder nicht. Ja, scheißegal, nächster Spieler. Aber da ärgert es dann schon, wenn man verliert und dann ein X kriegt und beim zweiten X und dann hast du schon wieder den Druck. Ah, Kacke. Finde ich cool. Bringt so ein bisschen, ja,
Wettbewerbsgefühl rein. Es ist eine gute Idee gewesen, das einzuführen. Ich könnte jetzt wetten, dass sich gerade mein Gegner ärgert. Er hätte gerade eine Karte gespielt, also auch eine Venom-Karte mit Gotteschild. Hat sie zu einer Sportkarte gemacht und ich habe sie in Schaf verwandelt. Soweit ist immer gemein. Schaf Ja. verwandeln oder auch Mal des Jägers kostet 0 Mana und setzt die Leben eines Gegners auf 1. Das heißt, der ist mal eben One-Hit für alles, so gut wie alles. Ist natürlich ärgerlich, wenn man eine 10-10er-Karte hat, dann kommt der Hunter Mal des Jägers und haut den mit irgend so einem 1-1er-Ding um oder so. Ja, sowas ist immer gemein, das stimmt schon. Richtig, das stimmt. Finde ich aber sehr gut bei Hearthstone, weil da hast du immer so den Überraschungseffekt. Du kannst die ganze Seite voller Diener haben und dann kommt da irgendwie mal so ein Schurke an und macht mal seinen komischen, was weiß ich, wie das heißt, und hebt mal alle auf deine Hand zurück und dann ist wieder komplett ausgeglichen, das Spiel mehr oder weniger. Das gefällt mir sehr gut an Hearthstone, dieses, man kann sich im Grunde genommen nie sicher sein zu gewinnen, weil der Gegner in seiner Runde dann noch irgendwie was machen kann, wo der dich dann quasi mit blockieren kann oder so. Das finde ich sehr interessant. Ja. Das ist echt nicht so, dass man da, dass das dann langweilig wird, weil jedes Match mehr oder weniger ist dann auch anders. Also, selbst wenn jetzt zwei, ich nehme immer den Hunter als Beispiel, weil ich den halt am liebsten und am meisten spiele, aber wenn du zwei Hunter gegeneinander spielst, selbst da merkst du schon, jeder spielt anders und der hat dann andere Monster dabei und dann denkst du dir so, oh ja, eigentlich auch nicht doof, das so zu machen, verstehst du? Es gibt Das ja sehr stimmt. viele Spielweisen dafür dann und das gefällt mir echt gut an Hearthstone, diese Flexibilität, sag ich jetzt mal. Cool ist natürlich auch der Modus, dass man dann halt Freunde herausfordern kann aus dem Battle.net. Das wäre ein bisschen doof gewesen, wenn man das hätte nicht machen können, aber so kann man dann halt, wie wir das halt im Let's Play Richtig. gemacht haben, einfach mal eine Runde quatschen. Ist auch eine ganz andere Ebene da, wenn man mit dem Gegenüber dann halt auch noch sprechen kann, weil man merkt direkt, der Richtig, ärgert das sich stimmt. darüber, dass ich gerade hier irgendwie sein Viech da platt gemacht habe oder dass ich das 18. Spott-Totem gerade durch Glück gekriegt habe, zum Beispiel. Ja, das ist schon hart. Also, manchmal ist auch ein bisschen Glück dabei, das muss man schon Ja, sagen. gerade beim Shami, der stellt halt die Heldenfähigkeit oder ja, Held heißt er ja. Stellt halt ein zufälliges Totem auf und es gibt halt einmal dieses Heiltotem, dann eins, das Zaubermacht gibt, eins, das jede Runde, also ein Einser, das Schaden machen kann und ein Totem mit 0-2, das Spott hat und ja, ich hatte da halt immer Glück und hab das Spott-Totem gekriegt, so konnte der nicht so schnell an meine Leben ran. Und wenn man dann halt mit einem spielt, den man dann halt kennt aus der Battle.net, und dann halt auch noch Das mit dem im stimmt. TS ist, dann macht halt noch mal viel mehr Spaß, weil man dann halt mit dem interagieren kann, weil man ja merkt, wenn er sich ärgert. Wobei ich auch sehr cool finde, dass mit diesen Emotes, wo wir da gerade so bei interagieren sind, dass man den halt Drohungen senden kann. Ich meine, ich hatte mal einen dabei, der hat dann alle 5 Sekunden mit dem Shami diese Drohung gemacht, die Elemente werden euch vernichten. Das ist dann auf Dauer auch bisschen nervig, aber Nervig, ja, es ist nervig, ja. ja, man kann sich halt bedanken, wenn der halt irgendwie gerade sich vertan hat und einem halt aus Versehen einen Vorteil verschafft hat oder so, oder man kann sagen, gut gespielt oder so ein Zeugs. Das finde ich ganz cool. Da gibt es so ein bisschen ja, Interaktion, wo man sich dann so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, unterhalten kann, aber man kann ihm so ein bisschen Feedback geben, wenn man sich auch selber vertan hat, dass er halt auch merkt, dass man sich, dass einem bewusst ist, dass man sich da gerade verklickt hat oder so und dass der nicht denkt, ah, ist ja blöd, was macht der denn da für einen Scheiß, ne? Ja. Finde ich ganz cool so, die Interaktion. Kann man auch mit denen chatten? Nee, das geht nicht, ne? Nee, das geht nicht. Das ist teil, ich denke mal, das ist teilweise auch ganz gut so. Ich weiß nicht, Ja, gut. wenn ich da so an andere Spiele denke, wo man Ja. kompetitiv oder sich jetzt fünf gegeneinander spielt, dann ist das schon recht Ja. extrem. Ja, wobei Chatten an sich geht ja halt mit den Battle.net-Freunden. Das finde ich gut gemacht.
Was denn? Theoretisch könnte man auch chatten, wenn man gegen Battle.net spielt, aber wenn man im TS ist, ist das ja eher wurscht. Richtig. Ich muss gerade nur ein bisschen muss halt nur ein bisschen lachen, weil mein Gegenspieler hat jetzt erstmal einen geschmolzenen Riesen gespielt und ich habe noch eine Verwandlung auf der Meine Hand. Damen und Herren, Rage Mode in 3, 2, 1, Eins. Bam! Ja. Es ist schon hart, wenn du mal im kurzen 8-8-Angriff kommst, Ja. dann mal so schnell verlierst. Aber das, wie gesagt, das ist das, was ich so cool finde. Du denkst ja jetzt, jawohl, Kernhund, 9-5er, nächste Runde mache ich dich alle und dann kommt der halt mit so einer Verwandlung um die Ecke. Dann denkst du dir, Ja. scheiße. Richtig. Und Ja. dann, wie es sein, dann denkst du dir halt, blöd gelaufen. Ja, das ist halt cool. Jetzt versuchst du es halt auf die recht interessante mit. Fand Das mich. Problem ist nur halt, jetzt hat er zwei Viecher mit Spott und da komme ich jetzt gerade schwer durch. Ja, gut, das ist dann halt immer so ein bisschen doof, ne? Das ist der Mehrfachschuss ganz gut. Ich hau den Mehrfachschuss meistens raus, wenn der. Das Blöde ist halt, man kann den auch nur einsetzen, wenn der mindestens zwei Gegner hat. Also man kann halt nicht sagen, der hat jetzt einen, ich hau den raus und trifft den auf jeden Fall einmal mit drei. Ich hau den meistens raus, sobald der zwei hat, weil dann bin ich mir sicher, dass ich wenigstens die beiden treffe, weißt du? Sonst habe ich da halt irgendeinen Scheiß. Was mich so ein bisschen wundert, dass ja das Battle.net schon funktioniert. Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, der Blizzard Client, also dieser Desktop Client, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da funktioniert es ja momentan noch nicht, dass man halt mit seinen Battle.net-Freunden auf dem Desktop chatten kann. Und in Hearthstone geht das schon. Also da kann ich mit einem, der in WoW oder ja, Diablo oder so on ist, kann ich halt in Hearthstone chatten. Ist Ja. eigentlich auch ganz cool, weil manchmal hat man da auch ein paar Gegner, die, ja, nennen wir es mal ein bisschen länger für ihre Züge brauchen. Können sich halt mit anderen unterhalten. Richtig, weil wenn du dann so einen Held hast, der die jede Sekunde verstreichen lässt, ist das Ja. ganz gut. Und ich würde mal sagen, ich habe jetzt gerade offiziell mein erstes Arena-Spiel Oh, gewonnen. GZ, GZ, Applaus, Applaus. Schreibt mal ein GZ in Ja, die Kommentare, wenn ihr das gut findet. Schreibt ein Spack ich in hatte, die Kommentare, wenn ihr das doof findet. Richtig. Ich muss doch ganz sagen, ich hätte ganz ehrlich Glück gehabt, dass ich durch Arkane Intelligenz noch eine Eisrüstung, also Eisbarriere gezogen habe, sonst Ja, wäre ich manchmal hat gestorben. man auch einfach Glück und zieht dann einfach gute Karten. Okay, wie ich gerade selber sehe, die Quests gehen auch im Arena-Modus. Echt? Ah, okay. Gut. Na gut, das ist natürlich, ja, ist Praktisch. praktisch, ja. Wenn man dann sowieso gerade irgendwie drei blöde Klassen hat, die man eh nicht spielt, dann kriegt man dadurch wenigstens dann die Quest auch noch. Hat man zwei Fliegen mit einer Klappe. Richtig. Ja. Wo war ich? Battle.net. Du warst Ach so. bisschen bei den Battle.net und Demos, ja. Ja, dass das schon geht mit Chatten und so, das finde ich ganz cool Ja, gemacht. also wenn du Hearthstone installierst, dann wird ja auch quasi ein bisschen der Battle.net-Client auch noch mit aufs Auge gedrückt, weil das mitunter noch als Ach, muss man den dafür Questfile und so runterladen? funktioniert. Oder was? Ich weiß es nicht, also als ich mir runtergeladen, hieß es ja, sie wenn sich dazu verpflichtet und Pipapo und schieß So. mich tot und all das. Ich hatte den ja schon. Ich finde den auch ganz gut. Ja, ich finde den auch ganz gut. Wir müssen einfach nur mal, indem wir die Chat-Funktion einzeln Ja. einbringen. Finde ich sehr praktisch. Muss man einfach mal Ja. so sagen. Richtig, jetzt habe ich hier einen Schaman gegen mir und der hat momentan nicht so viel Tod im Glück wie du. Bin ich auch recht froh drüber. Ja, ist halt auch solche Kartenspiele, in Anführungszeichen Kartenspiele, sind halt auch immer so Aber ein nämlich. bisschen Glückssache. Ich meine, Können gehört auch dazu, dass man halt so ein bisschen überlegt, was könnte der Gegner machen, was kann ich, wie kann ich möglichst in dem Zug viel rausholen. Spiele ich jetzt eine Karte und habe dafür drei Mana über oder spiele ich lieber zwei Karten, die vielleicht ein bisschen schlechter sind, aber dafür habe ich dann zwei schon draußen oder so. Je nach Situation. Natürlich gehört da ein bisschen Können zu, aber es ist auch viel Glück, wenn du halt scheiß Karten ziehst. Wenn du am Anfang schon drei, sechs, Sechser ziehst du halt nochmal. Ziehst dann ein Vierer und zwei Fünfer Mana-Karten. Bringt dir jetzt auch nicht so viel, ne?
Genau. Ist halt, wie gesagt, auch immer so ein bisschen Glück. Kannst du Ja. nicht anders sagen. Ganz auch nicht. Gerade auch im Was sagst du Arena-Modus. denn eigentlich? Was sagst du denn eigentlich zu der Tatsache mit der, ich sag mal schnell. Ja, Gummiwurst. Nein, was sagst du denn eigentlich zu dem Design der Arenen? Ach so, die finde ich cool. Also, da hast du ja an jeder Ecke irgendwie was, wobei das Fluch und Segen zugleich ist. Ja, so Gebilde, nenne ich sie mal, wo du halt rumklicken kannst und dann passiert da was und bewegt sich was auf dem Ohr. Also, die sind halt immer so themenbasiert. Zum Beispiel Sturmwind oder Orgrimmar. In Orgrimmar finde ich cool, da gibt es ein Katapult, da kann man Stein drauflegen, das kann man dann abfeuern. Das macht sehr viel Spaß. Genau, und dann trifft man irgendwas. Ich finde das auch eigentlich recht genial, dass dass die Arenen interaktiv Ja, sind. ich auch. Wobei, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich, das kann auch schnell dazu führen, dass man da abgelenkt wird und nichts mehr mitkriegt, weil man die ganze Zeit nur am Klicken ist. Ja, finde ich echt cool. Das hebt sich auch so ein bisschen ab. Also Hearthstone ist so ein bisschen schon sehr nah an Magic dran. Es gibt da sehr viele Kartenfähigkeiten, die denen von Magic-Karten halt ähneln, auch wenn sie anders heißen. Ich meine, man kann das Rad nicht neu erfinden, ist klar. Aber durch Richtig. sowas grenzt sich das natürlich ab, durch halt diese Interaktion mit den Helden, sage ich jetzt mal, und durch so kleine, ich meine, sind alles nur Spielereien, das hat jetzt mit dem Gameplay nicht viel zu tun, aber ja, das Gesamt Konstrukt macht's ja im Grunde, ne? Gesamtsituation, Richtig. ne? Ja, das ist, finde ich ganz cool, dass man da ja so am Rande diese Dinger hat. Die Frage ist natürlich, wie sieht denn das aus? Ich meine, wir sind jetzt noch in der Beta, das wird noch dauern, aber Na klar. angeblich soll man das ja dieses Jahr, soll das ja wohl noch offiziell released werden, so wie ich mitgekriegt habe, ne? Ja, sagen sie auf jeden Fall. Sie wollen Ja. das noch 2013 rausbringen. Man muss ja auch dazu sagen, die haben noch 2,5 Monate über, ne? Ja. Ja, ich, aber es ist ja auch größtenteils, so wie ich es sehe, schon fertig. Also viel habe ich da nicht gesehen. Das Einzige, wo ich halt immer so Probleme hatte, aber das, ja, kann man jetzt dem Spiel nicht vorwerfen, wenn ich jetzt mal rausgetappt bin auf dem Desktop, ne? Und dann wieder reingetappt bin, dann hatte ich schon mal, dass die Kartengrafiken, also diese Bilder von den Monstern und so, nicht richtig angezeigt wurden. Aber gut, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt man dem Spiel jetzt ankreiden muss. Vielleicht kann man da nochmal was verbessern. Was ein Ja. bisschen nervig ist, was unabhängig von dem Raustappen war, dass ich glaube, ich habe rausgefunden, woran es liegt, wenn jetzt ein Gegner eine Karte spielt und du schickst ihm eine Karte zurück auf die Hand, dass dann die Rückseite von der Karte im Bild hängen bleibt. Die bleibt dann halt irgendwie, als wenn die auf dem Spielfeld umgedreht diese Karte liegen würde, bis er halt diese Karte, die du auf die Hand geschickt wirst, wieder spielt, dann geht das weg. Das ist halt noch so ein Bug. Ist halt optischer Natur, macht jetzt spielerisch nicht so viel aus, aber Die macht das auch nicht. Ja, ist halt unschön. Vielleicht kann man das nochmal rauspatchen, Herr Blizzard, wenn Sie zuhören. Ja, größtenteils macht das schon einen richtig fertigen Eindruck. Die hatten wohl anfangs Probleme, dass da der Schaden manchmal nicht richtig berechnet wurde und so, aber Also so von den Karten her kann man recht sagen, dass das recht final ja. aussieht. Das sind weitestgehend nur noch technische Probleme, Ja, die sie eben. dabei Blizzard Also haben. gebalanced sieht's auch ganz gut aus. Die hatten ja diese Schurken-Kombo da auch schon rausgenommen, ne? Ja, stimmt, das war diese Schurkenkombo hat mit den Schurken mitunter einen zu den mächtigsten Monstern gemacht. Ja. Ist lustig, wenn du mal ins Beta-Forum guckst von Hearthstone. Da ist erstmal auf der ersten Seite siehst du nur Krieger-OP, Schami-OP, Priester-OP, die ganze Seite lang alle Klassen vertreten. Und daran merkt man halt, dass es halt ausgeglichen ist. Weil wenn wirklich eine Klasse OP wäre, dann wird da nur eine oder vielleicht zwei Klassen stehen. Verstehst du? Aber wenn das zu jeder Richtig. Klasse steht, dann
Natürlich gibt's bei manchen Klassen so Kombos oder ja, Kombos nenne ich es einfach mal, die halt mega stark sind, aber das heißt nicht, dass die Klasse unbedingt OP ist. Man kann gegen die meisten Sachen was machen. Man hat nur meistens nicht das Glück, die richtigen Karten auf der Hand zu haben, sage ich jetzt einfach mal. Also es gibt jetzt nichts, was Richtig. so übermächtig ist, dass man das nicht irgendwie, selbst so ein Todesschwinge, der fegt zwar alle Viecher weg, aber da machst du ja auch ein Mal des Siegers drauf und haust den dann mit einer 1-1er-Karte oder einem Arkanenschuss oder so weg, ne? Oder nicht? Richtig, Ja. hast du damit auch immer im Jahr dann. Also, es gibt jetzt keine Karte, die jetzt irgendwie so stark ist, dass du direkt verlierst, wie bei Yu-Gi-Oh! Die Exodia da, falls du noch einer kennt. Hast du alle fünf Ja. Exodia-Teile, hat der Gegner automatisch verloren. Das sind halt, das ist OP. Richtig. So verstehe ich OP. Okay, ja, man muss aber erstmal alle fünf ziehen, ne? Das Ja, ist auch immer so eine gut, Sache. das war zum Beispiel, verstehst du? Dass er Ja, halt. ich bin da richtig. Von der Hinsicht bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Also mit Ja. Hearthstone, was da noch so kommen wird. Ich meine, es sind viele Möglichkeiten, aber man hat recht, weiß, was es da so Ja. alles gibt und was da noch kommen könnte. Apropos kommen könnte, mich würde ja mal interessieren. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass sie es irgendwann noch mal erweitern werden. Wenn sie es nicht tun würden, wären sie Ja. blöd, ganz ehrlich. Allein vielleicht neue Spielfelder oder so, ne? Einfach nur so. Oder was ich halt Oh! interessant fände, halt, es fehlen ja noch der DK und der Mönch als Klassen, ne? Die haben wir ja gar nicht Wenn drin. die wirklich, richtig, wenn die wirklich als Klassen kommen, versteht sich, Ich ne? gehe stark davon aus, weil, wenn du mal guckst, das ist jetzt nach MOP rausgekommen und es gibt da sehr viele, ja auch Karten, die so Pandaren und Mönche und so haben. Ich gehe stark davon aus, dass dann Mönch kommt. Wenn Mönch kommt, sehe ich da auch keinen Grund, warum die jetzt den DK als einzige Klasse auslassen sollten. Okay. Da wird natürlich nicht zu Release kommen. Ich schätze mal, die haben sich bewusst da vielleicht noch ein, zwei Klassen aufgehoben, um dann vielleicht Ja, später nochmal für zu sagen, Add-ons. oh, euch ist Hearthstone langweilig geworden? Guckt doch mal, hier gibt's eine neue Klasse, so, verstehst du? Um dann Oh. vielleicht später noch was los. Ja, am Arsch. Ach so. Ja, am Windzorn. Kampfrausch schon Windzorn, man kennt das ja. Kann wohl schon übel, ja. Und dann halt später vielleicht nochmal, wenn der dieser Hype, nenne ich es jetzt einfach mal am Hearthstone, ist der Logo, so Bisschen rum ist Free-to-Play-Spiele vorbei. gehen am Anfang halt immer besser als hinterher. Ist ja bei allen Spielen so. Man sieht es ja auch bei WoW. Die Abo-Zahlen nehmen langsam ab. Heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich gehe mal davon aus, dass einfach, es gibt es jetzt fast 10 Jahre und irgendwann wird es halt für manche Spieler, die jetzt halt Beta oder so spielen, halt auch mal langweilig, ne? Natürlich ist es irgendwann. Klar, da hört man auf. Und um dann halt noch Leute ranzulocken, denke ich mal, werden die dann halt noch vielleicht nacheinander die Klassen noch dazu packen. Ich gehe stark davon aus, dass die beiden noch kommen. Wäre halt Quatsch, da irgendwie zwei Klassen wegzulassen, oder? Finde ich. Ja, Andererseits. ich denke auch, die werden das in Add-ons verpacken, weil ich meine, Game heißt ja Hearthstone Heroes of Ja, Warcraft und Moment. Warcraft-Universum ist recht Aber mir gut, ist also gerade man. so die Idee gekommen. Obwohl, ne, andererseits. Ich hatte jetzt überlegt, in Warcraft gab es ja schon DKs so wirklich als Klasse definiert. Also in dem Strategiespiel. Im Norm Ja, natürlich. okay. Natürlich, der Todesritter. Okay. Ah gut, ich habe gerade Also überlegt, weil es. das ja Heroes of Warcraft heißt, dass vielleicht deswegen der Mönch, also der Mönch gab es ja nicht, auf keinen Fall. Oder? Es gab den Pandaren Ja gut, Braumeister als aber ja gut, das Gastboss-Helden. war ja Man mehr so merkt, der Typ hat kein Strategiespiel gespielt. nicht viel, nee. Dass es da Pandaren gab, weiß ich, aber die waren ja auch mehr so als Gag drin, da haben die jetzt den Monk rausgemacht, aber so Monk als Klasse gab es ja nicht. Ich habe gerade überlegt, dass vielleicht der Grund sein könnte, wenn es die beiden Klassen nicht gegeben hätte in Warcraft, dass sie deswegen nicht drin sind. Verstehst du, weil das hier Heroes of Warcraft ist und nicht Heroes of World of Warcraft. Aber, okay. Ja, ich gehe auch mal stark davon aus, dass sie irgendwann später dann nochmal reinkommen werden. Und dass das einfach nur ist, um Ja, dann vielleicht klar. später nochmal so ein bisschen hoch zu pushen, um dann nochmal Leute anzulocken, die das mal gespielt haben oder so. Der DK, der wäre für mich, glaube ich, ziemlich interessant. Ich habe da so ein paar Ideen, wie das sein könnte.
Von den Karten her, ja, so Totenerweckung und so, dass man sich vielleicht dann irgendwie Untote holen kann, die dann noch viel mit Todesröcheln-Effekte und so vielleicht, verstehst du? Ja, so für, Für ein genau. DK. Man muss halt gucken, wie das ich, man muss halt gucken, wie das machen. Also die tun ja auch versuchen, immer klassenspezifische Dinge Genau. einzubauen. Man hat ja beim Schurken auch die Kombo-Mechanik. Ja, genau. Also, DK könnte da echt interessant werden. Also da ist, wenn ich ein DK designen müsste, dann wäre das viel mit Todesröcheln, dass du da vielleicht, wenn einer stirbt, dann ruft er vielleicht 211er oder so, mal so als Beispiel, ne? Dass die Richtig. halt mehr oder weniger wieder auferstehen, nenne ich es mal. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass da neue Klassen, beziehungsweise die Klassen halt kommen werden. Ja, die Frage ist halt natürlich, wie die Verknüpfung mit WoW dann sein wird. Weil das ist ja irgendwo in den WoW-Patch-Dateien so ein Mount, so ein Pferd aufgetaucht, dass man durch einen Erfolg, you got Hearthstoned oder so, irgendwie so heißt das, wenn man den Ja. Erfolg hat, kriegt man dieses Mount. Die Frage ist irgendwie, ob jetzt Hearthstone und WoW so ein bisschen zusammengeführt werden, dass man da halt, wenn man in Hearthstone irgendwie was Bestimmtes bekommt, dass man da einen WoW-Vorteil davon hat. Ich meine, die haben das TCG, also dieses Kartenspiel von WoW ja jetzt eingestellt. Da gab es ja diese Loot-Karten. Also zum Beispiel das Reithuhn, da war dann ein Code drauf, den konntest du dann eingeben, dann hast du in-game das Reithuhn gekriegt. Auch hier nochmal der Aufruf, wenn irgendeiner von euch einen WoW-Reithuhn hat, vielen Dank, das hätte ich gerne. Also wenn einer einen Code dafür hat. Ihr braucht euch nicht vor mir stellen und gackern, das bringt nichts. Da habe ich vielleicht die Idee, wenn die das jetzt eingestellt haben, dass man vielleicht dann, wenn man einen Booster zieht, auch Glück haben kann, dass man da eine Loot-Karte drin hat. Also eine Karte zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, irgendwie ein Huhn, was dann schon als spielbare Karte ist, ne? Also dass du die auch benutzen kannst, aber dann auch gleichzeitig einen Ja. WoW-Erfolg dafür kriegst, dass du einen In-Game-Reithuhn kriegst, zum Beispiel. Oder so. Weißt du? Oder? Findest du das nicht gut? Na, ich weiß. Na, weiß nicht. Echt nicht? Keine voreiligen, Nein, ich will da nein, jetzt nein, keine nein. voreiligen Schlüsse ziehen oder so, Das war jetzt bei dem, was nicht. du dir da vorstellst. Nee, 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 nee. Das war jetzt auch nicht so. Das könnte passieren, aber ich fände es cool. Weil das auch für viele, ich meine, wäre auch gar nicht so doof, weil das halt auch für viele WoW-Spieler halt ein Anreiz wäre, Hearthstone zu spielen und sich dann natürlich auch für Geld Booster zu kaufen, weil da auch Lootkarten drin sein können, verstehst du? Ja, okay, Also natürlich. aus Ja, das wäre okay. technischer Ja, Sicht wäre das Marketing. nicht so blöd. Das stimmt. Also ich finde es cool, weil ich meine, ich spiele Hearthstone sowieso, mir macht das saumäßig Spaß. Besonders weil die Matches auch nicht so lange gehen, das kann man zwischendurch immer mal wieder einschieben. Wie lange geht so ein Match? 7 Minuten Komm, vielleicht? Der kommt natürlich immer aufs kommt Match an, drauf. aber so, ich sag mal so, als ich jetzt, wo ich das Let's Play mache, da kriege ich in der Folge locker 2 Matches unter. Das heißt so ungefähr 7 Minuten, sag ich jetzt mal. Im Durchschnitt. Außer natürlich, man hat einen Gegner, der 5 Minuten braucht, um seinen Zug zu machen, dann dauert es eine halbe Stunde. Richtig, dann so, Wenn richtig, dann überhaupt. sowas, aber so, wenn beide ihre Züge recht rasch und schnell machen, dann hast du da Ja. wirklich nicht ein langes Match. Auch wenn es recht ausgeglichen Ja. ist. Also Wie gesagt, das nicht künstlich in die Länge gefällt mir halt an gezogen. Hearthstone ganz gut. Das ist halt zwischendurch einfach mal ein Spielchen machen. Ist ganz cool. Und ich fände es auch nicht schlimm, wenn ich da jetzt mal einen Booster kaufe und dann irgendwie eine Loot-Karte drin habe für irgendeinen Scheiß in WoW. Finde ich ganz cool, dass man da halt. Ich meine, die haben Battle.net. Man kriegt bei jeder Collector's Edition von egal welchem Blizzard-Spiel mittlerweile für andere Spiele auch noch was dazu. Wenn du dir die Diablo 3 Collector's Edition gekauft hast, dann hast du so einen kleinen Berstling als Haustier für WoW und für StarCraft auch was und so. Die verknüpfen das ja alles so. Das finde ich auch ganz cool gemacht, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich mir irgendwo eine Special Edition kaufe, habe ich in den anderen Spielen auch so kleine Goodies. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber
Ich find's ganz schön, wenn das so ein bisschen übergreifend ist. Dann siehst du, ach cool, guck mal, der hat da das und das Banner in Diablo, der hat sich auch die WoW Special Edition gekauft oder so. Ne, und dann kann man ja vielleicht, da kommt man auch manchmal vielleicht ins Gespräch und ach, du spielst auch WoW, dann können wir ja mal zusammen was machen und so. Ist, finde ich, ganz cool. Und da finde ich es nicht schlecht, wenn man da Hearthstone auch so ein bisschen einbindet, dass man dann auch für WoW so, ja, irgendwelche Goodies bekommt oder so. Fände ich nicht schlecht. Heißt es nicht, dass Nee, das das stimmt. kommen muss, aber. Dann das heißt es nicht, aber wäre schon praktisch, ne? Aber wir wissen ja immer, wenn wir irgendwas in einem Podcast gesagt haben, zum Beispiel, dass das nächste Add-on Heroes of the Storm heißen könnte, sagen die am nächsten Tag, nee, nee, Oh, das wird ein anderes Spiel. Also von daher wird das nie passieren, was wir hier sagen. Die hören nämlich hier zu und sagen dann, oh, scheiße, die haben unseren Plan rausgefunden, jetzt ändern wir das mal schnell, weil die haben voll den Plan. So sieht es aus, Leute, wir haben einen Plan. ja. Und die ändern das absichtlich. Das glaube ich nämlich mittlerweile echt. Das ist echt so. Ha. Nee, aber so abschließend kann man sagen, Hearthstone ist ganz cool. Macht, also mir Ja. macht das saumäßig. Ich spiele ja generell so, auch Magic habe ich gerne gespielt immer. Weil das auch so Sachen sind, die kannst du mal so zwischendurch einfach mal einschieben. Ich habe auch teilweise den Fernseher angehabt, habe dann nebenbei noch so ein bisschen Fernseher. Klingt voll nerdig gerade, aber ja, da braucht man sich nicht so großartig irgendwie konzentrieren, weil du machst halt deinen Zug da und ja, bist dann erstmal fertig und ja. Finde ich ganz cool. Jetzt letztens ist auch wieder eine neue Beta-Key-Welle rausgegangen. Vielleicht habt ihr ja auch einen Beta-Key bekommen. Wäre schön Für für euch. euch. Uns bringt das jetzt nicht so Wir viel. haben Wir schon haben schon einen. einen. Genau, wir haben ja richtig, wir haben Wenn ihr schon einen einen. Key habt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt, irgendwie mal gegen uns zu zocken, dann können wir ja vielleicht mal die Battletags austauschen, dann können wir mal gegeneinander ein paar Matches machen. Richtig, ein paar Matches machen, dazu sind wir auch gerne mal Ja, bereit. macht ja Spaß und so. Richtig. Also ich finde Hearthstone echt cool. Also habe ich aber sowieso so mit dem ersten Tag, als die das angekündigt haben, wo haben die das eigentlich auf. Auf der E3? Nee, auf der Gamescom? Wo haben die das angekündigt? Ich glaube, wenn, dann haben sie es auf E3 Ja. angekündigt. Auf jeden Fall vom ersten Tag an dachte ich mir, ja, das könnte cool werden. Und jetzt ein paar Videos gesehen, da fand ich schon cool. Aber wenn man selbst, man muss es selber spielen. Ich meine, Videos, da kommt das schon cool rüber. Aber wenn man es selber spielt, ist das nochmal was anderes. Ist aber bei allen Ja, Spielen so. klar. Finde ich ganz cool. Wo ich auch gespannt drauf bin, ist auf dieses, Heroes-Spiel halt, dieses Dota-Spiel von Blizzard selber. Wie hieß das? Die hatten früher einen anderen Namen. Wie hatten die da denn? Legend? Nee. Hatte auf jeden Fall mal einen anderen Namen. Haben jetzt Heroes of the Storm genannt. Kom Ach bisschen so, komischer genau, Name. ich glaube Blizzard Blizzard All-Stars oder so. All-Stars, genau, hier irgendwie hatte ich Legend im Kopf. Ich weiß auch nicht. Blizzard All-Stars hätte ich besser gefunden als Namen, wenn ich ehrlich bin. Aber da sprechen wir auch nicht drüber. Ja. Wenn ihr Da haben einen wir auch nicht drauf. Heroes, nein, da machen wir keinen drüber. Zumindest jetzt noch nicht, weil wir wissen bisher nur den Namen. Werde ich mir auch mal angucken, dieses Heroes-Spiel. Aber wie gesagt, darum geht es hier nicht. Hier geht es um Hearthstone und du findest das bestimmt ganz doof, so wie ich dich einschätze. Was denn? Hearthstone. Was? Wieso Du musst ja die kriege ich das Anti-Meinung mit? Also hier ich hab. vertreten. Wieso? Warum? Nee, 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 nee. Also das mit der Anti-Meinung, das nehme ich jetzt nicht so hin. Okay. Also findest du es auch gut, schließe ich daraus, ja. Richtig, ich mag das Spiel. Wenn es dann mal, wie es wohl angeblich sein soll, dieses Jahr noch released wird. Ladet euch das mal runter, wie gesagt, ist eh umsonst. Also ihr geht ja nicht mal ein Risiko ein, dass ihr euch da irgendeinen Scheiß kauft. Ladet euch das echt mal runter dann und zockt da mal eine Runde, das macht Richtig. echt Spaß. Außer wenn ihr natürlich mit so Sachen wie Magic und generell so Kartenspielen überhaupt nichts anfangen könnt, dann ist das natürlich nichts von euch. Von euch auch nicht, aber für euch. Genau, richtig.
Ansonsten denke ich mal, haben wir noch irgendwas nicht gesagt? Bestimmt haben wir irgendwas nicht gesagt, aber fällt uns jetzt noch was Ja, ein? du weißt ja, es gibt so viele Dinge, über die man reden Ja. könnte, ne? Man kennt ja das Spielchen. Ja. So, Naja. wenn alles gut läuft, ist er in der nächsten Runde platt, mein Oh, das Gegner. finde ich gut. Das wäre dann nämlich Sieg Nummer 2, damit wäre ich besser als mein Podcast-Partner Ach. hier. Nein, Ja, natürlich, ich spare auch erstmal natürlich läuft auf das nicht gut. 150 wieder und dann gehe ich auch nochmal Arena. Muss ich mal gucken. Jetzt habe ich wieder Bock auf Hearthstone gekriegt, irgendwie. Ha, warum nur? Warum nur? Ja, gut, Richtig, wie Leute. kommt das nur? Das war unser erster Special-Podcast zu Hearthstone. Soll nicht heißen, dass da noch mehr zu Hearthstone kommt. Vielleicht irgendwann nochmal, Richtig. je nachdem, wenn es sich mal anbietet. Aber ich habe mir gedacht, wir machen halt, wir unterteilen das in normale Podcasts, halt zu WoW. Und alles, was wir podcastmäßig machen, was nicht zu WoW passt, nennen wir dann halt Special Podcast. Genauso wie die BlizzCon-Podcasts, die dann am BlizzCon-Wochenende kommen werden, die fallen auch in die Kategorie. Ihr merkt schon, der ist jetzt hier ein bisschen länger geworden. War ja auch War ja auch Special. ein Special, also beim WoW-Podcast, da halten wir uns immer so an die halbe Stunde-Regel, die haben wir uns gesetzt. Und bei den Special-Podcasts, da reden wir einfach drauf los und setzen uns da kein Limit. Ende offen, wie gesagt. Ich hoffe, das gefällt euch. Ansonsten guckt euch das Hearthstone-LP an. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Der reguläre Podcast, wie gesagt, jetzt immer samstags um 20 Uhr. Wegen der Radiosendung, die wird am 1. November starten um 18 bis 20 Uhr. Link zu der Webseite des Online-Radios ist auch in der Videobeschreibung. Würden uns freuen, wenn ihr da mal ja reinhört. Dann nehmen wir halt auch den Vorbeischaut. Podcast auf. Der kommt dann halt am Samstag drauf, falls ihr da keine Zeit habt zuzuhören oder halt Kommentare dazu schreiben wollt. Das geht natürlich nur auf YouTube. Im Radio ist Kommentare schreiben ein bisschen doof. Das geht nicht. Ne? Richtig, aber ihr seid ja auf jeden Fall live Genau, dabei. das ist nämlich eine Live-Sendung, auch mit Musik dazwischen. Wir freuen uns darauf, wir hoffen, da taucht so hin. Der andere hört natürlich auch zu, ist ja Logo. Ne? Jo, wenn ich nicht gerade dabei bin. Genau, wenn er nicht gerade dabei ist. Und er wird nie dabei Nicht sein, dabei mein Freund. bin. Also, nein, Kann nicht dabei nein. sein. Warum kann ich nicht dabei sein? Aber wenn, dann wisst ihr, er hört jetzt in dem Moment zu. Wenn ihr ihn nicht selber hört. ja, ansonsten vielen Dank. Ich quatsche schon wieder so viel. Vielen Dank Ja, du quatschst fürs recht viel, ja. Zuhören. Gebt uns Feedback. Eigentlich ist das ja so ein WoW-Guide-Kanal, aber wenn euch solche Special-Podcasts gefallen, mal zu anderen Blizzard-Themen oder generell zu anderen Themen, was so Games angeht, schreibt uns das gerne in die Kommentare, lasst uns das wissen. Kann auch sein, dass jetzt manche sagen, nee, also irgendwie, lasst das mal bei WoW, also ich will mir das eh nicht anhören, mich interessiert nur WoW, kann ja auch sein. Dann Hört euch die WoW-Podcasts hört an. euch die WoW-Podcasts an und ja, wie gesagt, die Special-Podcasts, die sind nichts Regelmäßiges. Lasst euch einfach überraschen. Vielleicht habt ihr dann mal zwei Podcasts in der Woche zu zwei Themen. Da freut ihr euch natürlich wie an Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Das ist völlig klar. Die machen wir halt mal, wenn uns da der Sinn zusteht, beziehungsweise wenn da ein Anlass ist. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Daumen hoch und so weiter und so fort. Link zur Facebook-Seite ist in der Videobeschreibung. Da kommen die Special Podcasts natürlich auch früher, wie auch die normalen Podcasts. Das heißt, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand der Dinge und könnt vor allen anderen den Quatsch, den wir hier schwadronieren, hören. Ne? Quatsch nennt er das. Quatsch. Quatsch, Richtig, Quatsch das mit ist. Hearthstone, sozusagen. Das ist kein Quatsch, das ist wichtiges Investigativ ist das Lebens. hier. Richtig, das ist informatives Material zur Lebens. Das ist richtig.
Bewältigung, Nächste richtig, das war Woche, das Wort, Lebenshilfe. wie backe ich Pfannkuchen? Das Tutorial von und mit Anran. Und das musst du jetzt machen, weil ich habe es gerade eben versprochen. Nein. Nein, ich kann doch selbst keine Pfanne Kuchen Das backen, ist das du Problem. Sau. Ah. Na gut, in dem Sinne, wir sehen uns dann entweder im nächsten Special Podcast, im nächsten WoW Podcast oder im nächsten Guide wieder, je nachdem, was eher kommt, wo ihr eher Bock drauf habt. Wie gesagt, BlizzCon Podcasts kommen auf jeden Fall. Ich glaube, 2 Tage BlizzCon sind das, 8. und 9. November, ne? Richtig, 8. und 9. Das heißt, da kommen 8. und zwei 9. Special November. Podcasts, für jeden Tag einen, so eine Art Zusammenfassung, sage ich jetzt mal, wo wir dann noch so ein bisschen unsere Meinung drüber rauslassen. Wer genau dabei sein wird, weiß ich nicht. Da organisiere ich noch mal ein bisschen rum. Aber die werden dann relativ zeitnah, natürlich nicht 100% so schnell, wie man das halt auf Webseiten lesen kann, das Logo, weil rendern und hochladen, aber es geht ja hauptsächlich darum, dass wir unsere Meinung dazu abgeben und die kommen halt an dem Wochenende halt. Seid gespannt Genau. und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis mal.